Da bin ich lieber nicht zufrieden. Reiche Teile von Schein zu viel. Ich bin noch lieber nicht zufrieden. Alles so ist von dir. Wer antwortet jetzt? Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Wir müssen nochmal. Die gewinnende Person oder die verlierende? Was ist denn? Ist das ist toll zu antworten oder ist es negativ? Ich habe die Frage schon wieder vergessen. Dann musste auch ein Krankenwagen kommen und gucken, ob ich noch lebe und so. Wir sind so irgendwie die Kelly-Family des Punkrock. Das ist schon so, dass das Dorf zeitweise in Alarmbereitschaft war. Kann losgehen. Wir haben uns 2004, mein Bruder und ich, wir kennen uns schon eine Weile. Atze und ich, wir sind Geschwister. Wir haben dann halt irgendwann angefangen, uns Gitarren auszuleihen und dann fiel uns auf, dass zwei Gitarristen blöd sind, weil eine Person Bass spielen muss. Und dann haben wir es in einer altbewährten Strategie gemacht und haben Steinschere Papier gespielt. Ich verlor und deshalb bin ich der Bassist seitdem. Nachdem die Saiteninstrumente besetzt waren, fehlte der Band noch ein Rhythmusinstrument. In Erkner traf Gitarrist Atze und Bassist Daniel auf den Schlagzeuger Brille, der dort mit seiner damaligen Band auftrat. Brille war auf der Suche nach etwas Neuem und stieg so bei Abbruch ein. Damit war der Kern der Band geboren. Als die drei 2006 bis 2007 ihr erstes Studioalbum produzierten, wollten sie einige Lieder mit anderen, zusätzlichen Instrumenten besetzen. Sie holten einige Freunde mit ins Boot, die zum Beispiel Geige oder Blasinstrumente spielten. Wer Zeit und Lust hatte, begleitete die Band mit diesen zusätzlichen Instrumenten auf Tour. So kam es, dass die Band bis heute live teilweise zu siebt auftritt, immer mal wieder mit wechselnder Besetzung. Spieltauglich sind sie zu dritt, in ihrer Ursprungsformation. Jede weitere Person ist für sie Bonus. Eine besondere Besetzung haben sie am Klavier. Bei irgendeinem Konzert, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall sprang da unser Keyboarder ab oder unsere Keyboarderin, ich weiß nicht mehr genau. Und Mutti kann ja Klavier spielen, Orgel, Keyboard und unterrichtet auch manchmal. Und da hatten wir so die Idee so, Mensch Mutti, wie wär's denn, willst du dich bei diesem Auftritt mal mitspielen? Und das hat sie dann gemacht, sie hat die Sachen eingeübt, hat da mitgespielt und dann ist es auch so geblieben. So würde ich schon sagen, dass sie so eine Art Bandmutti schon ist, aber auch eine gute Musikerin und eine gute Unterstützung in allem, was wir auch als Band so tun. Viele haben so gesagt, ich bin so wie die Mutti für alle, weil ich mich auch gerne um Leute kümmere. Also ich finde es auch immer ein schwieriges Thema, weil manche Leute sagen, wir sind so irgendwie die Kelly-Family des Punkrock, weil die Mutti dabei ist, aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass wir alle zusammen wohnen und so Musik machen können und auch unsere Projekte so zusammen durchziehen können. So. Wenn ich manchmal zu irgendwelchen Leuten gesagt habe, oh, das Lied ist doch voll cool und der Text gefällt mir und die musikalische Umsetzung, dann haben die gesagt, ja, musst du ja sagen, du bist ja die Mutter. Aber das sehe ich überhaupt nicht so. Ich denke, dass ich das trennen kann. Allerdings weiß ich nicht, wenn wir nicht ihre Kinder wären, ob sie uns dann halt auch genau in demselben Maße so toll finden würde. Ich wage es zu bezweifeln. Ja, es muss ja auch mal ganz klar gesagt werden, es ist leider nicht so, dass wir uns einfach im Proberaum stellen und Musik machen und dann irgendwie rumtouren. Jedes Mal, wenn du irgendwie Merchandise selber produzierst oder irgendwelche Sachen machst oder so, das muss irgendwie immer ans Finanzamt gemeldet werden, weil die sonst an die Karre pissen und das ist voll anstrengend. Und da hilft uns Mutti echt viel. Ja, als die Sache mit der Band dann halt nicht mehr einfach so war, im Keller rumstehen, ein bisschen duddeln, sondern als es dann halt auch auf die Bühne ging, ging das dann halt natürlich los mit der Bürokratie. So, die GEMA möchte wissen, was für Lieder wir live spielen, damit sie gucken können, ob sie Geld verdienen daran und dann Verträge unterzeichnen und so. Und dann 2013 haben wir unser eigenes Label gegründet, weil die bestehenden Labels uns nicht wollten. Und ja, und wenn man dann so eine Firma aufmacht, kommen natürlich noch mehr bürokratische Hürden auf einen zu. Und da unsere Mutti ein bisschen älter ist und ein bisschen mehr Erfahrung damit hat, Stichwort Selbstständigkeit, haben wir uns natürlich gefreut, ihre Erfahrung nutzen zu können und ihre Unterstützung zu erfahren. Musik.
Varianten, wie Lieder bei uns entstehen. Es passiert oft, dass eine Person von uns dann mit einem Text ankommt und sagt, guck mal, das kam aus mir raus. Oder das trage ich schon lange mit mir rum. Oder ich konnte die letzte Nacht nicht schlafen und das ist das Ergebnis. Und dann sagen wir, oh, okay, cool, ich habe hier eine Melodie oder fällt uns dazu irgendwas ein, dann probieren wir das so zusammenzuschustern. Ist halt auch manchmal so, dass wir sagen, so diese oder jene Aktivität in der Politik oder der Welt kotzt uns richtig an. Wir schreiben jetzt mal was dazu, was wollen wir aussagen, und dann setzen wir uns hin und schreiben über irgendeine Aktion, die gerade passiert ist. Auf diesem Weg entstand auch das Lied Miete, in dem die Wohnraumproblematik aufgegriffen und aus Sicht der Gewinnenden eben diese erzählt wird. Auslöser für die Entstehung des Liedes war, dass kurz zuvor das Berliner Verfassungsgericht den Mietendeckel gekippt und das Milieuschutzgesetz aufgehoben hat. Sowohl im Text als auch im Musikvideo stellt Abbruch bewusst überspitzt dar, wie InvestorInnen und VermieterInnen davon profitieren. Miete, Miete, so mach ich Rendite. Ich hab ganz viel Eigentum, ich arbeite nicht in Schwängerung. Miete, Miete, Miete macht Profite. Und wer keine Miete zahlt, der wird einfach ausgeklagt. Also wenn ich mir auch an die Themenauswahl, die aktuelle Themenauswahl unserer Songs anschaue, hat sich da in den letzten 18 Jahren schon ganz schön was gewandelt. Anfangs sangen wir auch noch viel über Gefühle und persönliche Wahrnehmungen. Und aktuell möchte ich meinen, dass es eigentlich fast nur noch um Gesellschaft und Politik geht. So. Ich war 14 Jahre alt, als wir Abbruch gründeten. Da haben uns einfach auch andere Sachen bewegt. Also mir gingen einfach komplett andere Sachen durch den Kopf als jetzt. Ich möchte behaupten, dass meine Persönlichkeit wesentlich gereifter ist als damals. Dass ich mich thematisch mit anderen Sachen beschäftige als in der Adoleszenz. Mittlerweile kommt es mir so plump vor, über meine persönlichen Gefühle wie Liebe die Arbeit zu machen und uns die Arbeit zu machen und diese in Lieder zu vertonen, wenn es so wichtige Themen gibt wie Fremdenfeindlichkeit, Krieg, Tod, Gier, Hass, Kapitalismus. Ich folge keinem Diktator, ich kämpfe für kein Land. Und wenn es um Nazis geht, bin ich intolerant. Weil sie nicht meiner Meinung sind, werden sie bestraft. Das ist doch der einzige Grund, das ist doch sonnenklar. Denn ich bin ein Linksfaschist, weil meine Meinung richtig ist. Ich habe immer recht, die anderen. Wir haben ja dieses Label gegründet und haben damit vielen jungen Musikern geholfen und machen auch ganz viel politischen Aktivismus damit. Zum Beispiel Bands sammeln, auf eine CD packen, die rausbringen und alle Einnahmen nach Myanmar spenden in die Bewegung dort gegen den Diktator. Generell alles, was wir so machen können, um Projekte, die uns am Herzen liegen, zu unterstützen, tun wir auch. Zum Beispiel gibt es in Berlin eine ehrenamtliche AG, die Gemeingut AG, die bringt Bier raus als Konkurrenz zu Sternburg. Sternburg gehört zur Radeberger Gruppe, die gehören zu Dr. Oetker. Insofern macht man damit nur reiche Leute noch reicher, wenn man Sternburg Bier trinkt. Und Josef hat halt gesagt, okay, wir machen jetzt einfach mal ein Bier, wo wirklich die Einnahmen an soziale Projekte gehen. Mit ihrer linken, antikapitalistischen, politischen Ausrichtung ist Abbruch keine Besonderheit in der Punk-Szene. Ebenfalls üblich für den Punk ist die DIY-Bemühung, also so viel wie möglich selbst zu machen. Das bezieht sich nicht nur auf die Musik an sich, sondern auch auf die Planung und auf die Produktion von Tonträgern, Merchandise und Konzerten. Hier basieren Verträge zuhauf auf Freundschaft, Vertrauen und Handschlag. Eine Band besteht ja leider oder zum Glück nicht nur aus Musik machen, sondern da ist ja dann immer noch die PR. Und das ist natürlich immer noch fester Bestandteil von so einer Band, dass man auch probiert, seine Botschaften auf Kleidung auszudrücken und auch unter die Leute zu bringen. Und das ist, glaube ich, auch in der linken Szene weit verbreitet und hat eine große Tradition, dass man provoziert mit Aufdrücken oder einfach bloß Standpunkte nach außen hin trägt. Und das machen wir natürlich auch. T-Shirts, Pullover, Aufnäher, Flyer sowieso, Werbematerialien, Sticker. Sticker sind natürlich auch noch für andere Sachen gut und nicht einfach bloß die persönliche Inrichtung zu verschönern, sondern die kann man natürlich auch gut ins Straßenbild integrieren. Haben wir noch Tangas? Sollten wir unsere Tangas hier mit erwähnen? Wir haben noch zwei limitierte Tangas. Wenn du eine möchtest, dann melde dich jetzt unter unserer Telefonnummer. 0190 6x6. Fairtrade und Bio und limitiert. Und mir wurde von
aus vertraulicher Quelle berichtet, dass die sich anfühlen, als würde man nichts unterhaben. Finanzielle Werte sind in der Punk-DIY-Szene nicht wichtig. Es verwundert also nicht, dass die Kosten für Alben oder Merchandise selten über die Produktionskosten hinausgehen. Abbruch bietet ihre Alben für ihre Website sogar zum kostenlosen Download an. Es ist echt zeitaufwendig, ne? So eine Band zu haben und ein Label und whatever. Und du kannst nicht alles ganz alleine machen, wenn du nur 3 Leute in der Band hast. Siebdrucken, Musik schreiben, alles zusammen so. Deswegen gibt es eigentlich hinter Abbruch auch so eine kleine Crew von Leuten, die da unterstützen, sodass wir halt gut funktionieren, ohne kapitalistische Firmen beauftragen zu müssen. Politischen Aktivismus betreibt die Band unter anderem auch, indem sie auf politischen Veranstaltungen wie Demonstrationen spielt. Ein Beispiel ist das Jugendzentrum Potze in Berlin-Schöneberg, dessen Mietvertrag 2019 durch den Bezirk gekündigt wurde und deshalb geräumt werden sollte. Ähnlich erging es dem Jugendzentrum Drugstore, das sich mit der Potze eine Adresse teilte. Mit den Jugendclubs oder Sozialräumen Potze und Drugstore sind wir auch ein bisschen sozialisiert worden, möchte ich mal fast meinen. Und es waren immer schöne Zufluchtsorte. Es war schon ein Ort, wo ich mich wohlgefühlt habe und über die ganzen Jahre immer wieder gerne hingegangen bin, haben Menschen kennengelernt, schöne Abende gehabt, schöne Abende auch wieder vergessen. Und in jüngster Zeit, wie es nun mal so ist, gerade in Berlin werden ja viele Räume der Allgemeinheit genommen, um sie zu privatisieren und daraus mehr Kapital zu schlagen und somit auch Szenen zu zerstören. Und klar, wir haben auch lautstark dagegen protestiert und haben versucht, Alternativen durchzuboxen und einfach auch bloß zu zeigen, dass wir dagegen sind, dass unsere Räume gentrifiziert werden. Der Hintergedanke war auch eigentlich so ein bisschen, dass man die Räumung verhindert. Das haben wir jetzt nicht geschafft. Aber ich denke, dass die Idee nicht tot zu kriegen ist, auch wenn die Räumlichkeiten verloren sind. Als sie von dem Räumungsurteil erfuhren, schrieb die Band das Lied Solidarität, in dem es darum geht, dass die Kollektive weiter bestehen werden, auch wenn die Menschen quasi entmietet werden. Mut machen, nicht machen, Druck machen, weg! Im Frühjahr 2008 präproduzierte eine befreundete Punkband im Proberaum von Abbruch ihr Album. Kurz darauf wollte diese Band Daniel in Form eines Konzertes danken und gleichzeitig ein Geburtstagsgeschenk machen, da Daniels Geburtstag zeitlich nicht weit entfernt war. Dieser plante daraufhin den Ablauf des Abends drumherum, inklusive eines Auftrittes seiner eigenen Band. Geboren war das sogenannte Dannyville, eine Art inoffizielles Konzert oder Festival im Garten des namensgebenden Gastgebers. Die Gäste bekamen auch genügend Platz geboten, denn zum einen befindet sich ein großer Zeltplatz hinter dem Haus. Zum anderen bietet das Haus selbst genügend Zimmer, in dem BesucherInnen unterkommen konnten. Diejenigen, die nicht über Nacht bleiben wollten, wurden von Mutti stets mit dem Auto zum nächstgelegenen Bahnhof gefahren. Die Idee der Veranstaltung kam gut an. Durch Einladung in Form von Mundpropaganda kamen etwa 150 bis 200 Menschen. Das war natürlich in dem Moment echt anstrengend. Ich konnte auch noch nicht so gut mit Suff umgehen. Geht mir leider immer noch manchmal ein bisschen so, aber da war es sehr extrem. So auch mit wenig Schlaf und dann musste auch ein Krankenwagen kommen und gucken, ob ich noch lebe und so. Ja, und das war dann so toll. Fanden alle Menschen so toll, dass sie dann gefragt haben, wann hast du denn wieder Geburtstag? Und da habe ich gedacht, naja, ich habe ja wirklich nochmal Geburtstag hoffentlich. Und dann haben wir das jedes Jahr gemacht. Ich glaube, das war irgendwie 9 Jahre so oder 10 Jahre so. Und dann kam halt Corona. Ich wollte das ja alles richtig machen damals. So, ne? Hey, ich mache eine Big Party draußen. Ich möchte ja niemanden nerven. Und doch, schon ein bisschen. Aber ich wollte das auf legalem Wege machen und hatte halt auch Schiss davor, dass mir die Veranstaltung gesprengt wird. Und deshalb bin ich vorher zum Amt hier gegangen, zum Dorfamt, und habe mir eine Erlaubnis geholt. Ich glaube, das waren so 70, 80 Euro. So eine Genehmigung für Party, laut machen, sein. Und
Ja, habe mich total auf einer russischen Seite gefühlt. Damals habe ich sogar die ersten Jahre immer noch Zettelchen gemacht, ausgedrückt, unterschrieben, so, hallo, ich bin laut am so und so vielten, das hat einen Grund, weil ich habe wieder Geburtstag, komm vorbei, trink ein Bier. Also richtig nett. Ja, aber beim ersten Mal schon mit dieser Kackgenehmigung kam dann die Bullerei. Wir waren wirklich 4, 5, 6 große Wägen und dann noch kleine Streifenwägen. Und ich weiß ja nicht, wenn ich jetzt schätzen müsste, wie viel Bullen das waren, vielleicht 30, 40, 50. Und ja, dann sind die ganzen Leute rausgegangen und ich dann so, hey, bleib mal ganz ruhig, ich habe eine Genehmigung. Und dann haben die sich die angeguckt und haben gesagt, naja, theoretisch können sie sich ja mit den Arsch abwischen. Denn sobald eine anwohnende Person sich gestört fühlt und die 110 anruft, ist die Genehmigung hinfällig. Das haben die Menschen im Amt mir nicht gesagt, die Halsabschneider. Somit war das nun vollkommen irrelevant, ob ich eine Genehmigung hatte oder nicht. Menschen haben sich beschwert, die haben gesagt, das waren, glaube ich, so 37 Anrufe sind bei denen eingegangen. Das ist krass, oder? Da feiert der Daniel einfach mal seinen Geburtstag, ne? Spielen ein bisschen Bands. Und dann rufen so viele SpießerInnen die Bullerei an. Und die rückt dann hier aus und denkt, oh, die bösen Punks, ja. Mutti ist da rumgesprungen und hat gesagt, oh, hallo Polizei, wollt ihr Kaffee oder irgendwie sowas? Das war schon sehr lustig. Ich habe mir gehütet, dann irgendwann nochmal eine Genehmigung einzuholen. Ja, dann haben wir das immer ohne gemacht, aber natürlich auch nicht länger als 22 Uhr, weil dann ja die Nachtruhe beginnt und dann können sie uns ja wirklich an der Karre pissen. Also dann, die Live-Musik war nur bis 22 Uhr und danach dann Konservenmusik, die oftmals auch schon zu laut war. Da kam die Polizei auch wieder mal und wollte dann die Boxen haben. Ich glaube, das ist schon so, dass das Dorf zeitweise an diesem Wochenende dann in Alarmbereitschaft war. Nicht... nur aufgrund der akustischen Belastung, sondern auch, weil überall bunte Menschen rumliefen. Ein Stilelement, das immer wieder in Abbruchs Diskografie auftaucht, ist Ironie bzw. Selbstironie. Sie möchten zwar, dass die Themen, die sie behandeln, ernst genommen werden, nicht aber die Menschen, die diese Themen überbringen. Denn Abbruch als Band nimmt sich selbst auch nicht zu ernst. In einer Welt, die für sich schon ernst genug ist, hilft es den dreien, prekäre Themen in der Kunst mit Humor, Ironie und einem Lächeln darzustellen. Denn manche Themen sind einfach so fies eigentlich, dass du die nicht ernst nehmen darfst, sonst verbummelst du dich irgendwie. In der sogenannten, sag ich mal, sozialen Marktwirtschaft, die wir hier haben und in dem, was in der Welt hier gerade passiert, das ist halt alles ziemlich ernst. Aber wenn du zu verbissen bist, dann scheiterst du an dir selber. Und deswegen nehmen wir uns nicht so ernst, aber versuchen trotzdem mal alles anzukreiden. Gehen wir feiern, saufen was. Ihr Konzept, musikalisch mit einem Augenzwinkern gegen politische Missstände zu hetzen, funktioniert seit 18 Jahren. Mit ihrer Musik setzt Abbruch schon längst nicht mehr nur in ihrem Heimatdorf Gosen Akzente und Kontraste. Sie tourten schon deutschlandweit und hatten sogar internationale Auftritte in Tschechien, England, Israel, Frankreich, Polen, Österreich und der Schweiz. Auch in Zukunft bleibt die Band kritisch und laut gegen Ungerechtigkeiten, ohne zu beschönigen. Ihre Unzufriedenheit mit der Welt, wie sie gerade ist, wird ihnen wohl noch eine Weile genug Stoff für neue Lieder geben. Mann, ich würde am liebsten einfach jeden Tag einfach nur da sitzen und das alles komponieren, weil es so einen Spaß macht. Ich glaube, wir könnten noch 500 Alben machen, wenn wir Zeit hätten. Wenn wir Zeit für 500 Alben hätten, dann könnten wir auch 500 Alben machen. Bye bye, 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 bye b